Scheiße. Ich sehe die absolut nicht. Ich hätte die eigentlich gern zu den Banditen gelockt. Die machen aber auch nichts, ne? Die laufen ja eher von mir weg. Jetzt bin ich ganz nah an einem. Eins. Schlechte Zeit, um runterzuspringen, aber wir haben es geschafft. Hui. Das war etwas. Ich habe doch bestimmt so ein Anti-Seuchenteil, ne? Chemisch 3, aber auch was Besseres. Das war genau. Wofür war das Elektro? Chemisch 6. Und es pisst wieder. Ernsthaft? Oh, da. Man sieht's kaum mit dem grünen. Dass die sich auch noch immer bewegen müssen. Hallo, dich habe ich schon. Ich habe viel zu viel im Inventar. Zurück zur Janov-Station. Meister. Ich habe manchmal so das Gefühl, aber das hatte ich ja jetzt die anderen beiden Let's Plays auch schon. Erst konnte es nicht schwer genug sein und dann war es plötzlich zu schwer. Oder fast zu schwer. Ach, schon wieder. Na, wer gegen wen diesmal?
Beide gelb, also vermutlich Wächter gegen Freiheit. Da kommen Schnorkis angerannt. Oh, da ist es ein. War da noch jemand am Leben? Da hinten ist noch jemand am Leben. Mit einem Scharfschützengewehr gegen einen Blutsauger ist absolut dämlich. Nur um es mal so... Naja, salopp zu sagen. Mein Gott, die haben ja auch alle Probleme mit Mutanten. Die kriegen die ja kaum klein. Ohne sich ordentlich zu dezimieren, obwohl. Hier war wahrscheinlich auch wieder das Problem, dass sie sich erstmal selber dezimiert haben. Vorne wieder los. Zombies. Das kriegen die alleine hin. Ach, wir haben immer noch keine weiteren Lebensdetektoren gefunden. Wo haben wir den nochmal her? Hatten wir den, wir hatten den aus einer Quest, ne? Den, oder aus einem Versteck, aber den haben wir nicht einfach so random gefunden. Genau 100 Kilo. Was ist das? Batterien. Batterien, die eingekapselte Teile des Artefakts Blitz als Energiequelle nutzen. Hergestellt mit Hightech-Ausrüstung. Hightech. Wir laden erstmal Sachen ab. Das war. Will ich die jetzt die ganze Zeit mitnehmen? Komm. Mit. Was wollte ich denn ablegen? Die Alpine, die Ehren-PMM. Und das war's? Mehr will ich nicht ablegen? Das ist ja irgendwie... Dann will ich aber gleich ein bisschen was verkaufen. Habe ich die? Naja, egal. Tadabar. Ich habe die Sumpfblutsauger getötet. Sehr schön. Und 3000. Hast du sonst noch was für mich? Sicher, ein Stalker-Trupp. Ein Stalker-Trupp ist neulich in den Tunnel nördlich der Anlage gegangen und dort auf ein Mutantenlager gestoßen. Sie waren alle so verängstigt, dass keiner von ihnen überhaupt beschreiben kann, was für Mutanten das waren. Zwei von den Stalkern haben es nicht mehr nach draußen geschafft. Den Leuten in der Janow-Station macht dieser Vorfall wirklich Angst. Deswegen haben sie zusammengelegt und eine Belohnung von 5000 für denjenigen ausgesetzt, der sich um dieses Mutantenlager kümmert. Das ist nicht ungefährlich, deswegen solltest du dir das gut überlegen. Wäre das was für dich? Klaro! Machen wir doch gerne. Und wer schießt hier schon wieder rum? Da vorne sind zwei Grüne. Die schießen aber nicht rum. Was ist das denn? Oh. Oh, bitte lass das nicht den
Nee, ist hier Power. Oh, Gott sei Dank. Also es darf wirklich alles kaputt gehen, aber... Oh, oder doch? Nee. Oder? Ich muss gerade was nachgucken. Was schießen die denn da? Da ist mir jetzt auch gerade das Leichenkühlen dann egal. Ich will hier eigentlich gerade noch nicht hin. Okay, gut. Was schießen die? Zombies. Das ist eine valide Erklärung. Da sind noch mehr. Und noch mehr. Eine Menge. Und noch mehr. Die fühlen sich ja anscheinend von der Janov-Station angezogen, ne? Und noch mehr? Ich will eigentlich nur gerade, dass die Banditen weiterziehen. Weil ich wenig Lust darauf habe, dass da etwas passiert, das ich nicht mag. Wo sind sie jetzt? Muss man denn hier alles immer babysitten? Also, wo sind sie jetzt? Sie gehen wieder weg. Gut. Hauptsache weg von dem Lager da vorne. Nein, 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 nein. Verdammt nochmal, die ganzen Zombies. Wo kommen die nur her? Witzig, Kralle, du bist doch, du hast doch die Complete Mod installiert und gesagt, dass alle bei einer Emission zu Zombies werden sollen. Hahaha. Witzig. Söldner. Wie gesagt, da will ich noch nicht hin, aber ich will auch nicht, dass die da sterben. Ich muss jetzt dringend Sachen verkaufen. Boah, wie ist das so kaputt gegangen? Meine Güte. Ja, mit der Tür ins Gesicht. Immer noch keine Wales-Detektoren. Mann! Im astralen Zustand. Ich habe auch jede Menge Artefakte. Oh. 37 Kilo und dafür kriegen wir 10.000. Nice. Bis dann. Bis dann. В общем, выкладывай. Moin. Halt. Dafür verkaufe ich einfach nur jede Menge von denen hier. Und von denen brauche ich auch nicht so viele. So. Der nächste.
behalten wir. So, Nitro. Was? So. Hier, ich habe die Materialien gefunden. Jeden Winkel der Zementfabrik habe ich abgegrast. Wow, Bruder, ich bin beeindruckt. Ich mach mir gleich mal eine Notiz. Reparaturarbeiten und technische Verbesserungen für meinen Lieblingsstalker ab jetzt kostenlos. Was? Kostenlos? Kostenlos. Wer liegt denn da auf der faulen Haut? Senker? Als ich ihn vorlange... Das hatten wir schon, ne? Ja, passt. Gut. Ciao. Ciao, Bella. Gut, 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 gut. Was machen wir als nächstes? Genau, ich wollte zum Sarton. Zurück zum Sarton. Pilot. Hey, Stalker. Wie geht's? Ja, die 1000 bezahle ich gerne. Als Belohnung, da, da, da. Das heißt, wenn ich das Ganze plündere, dürfte ich die Reisekosten sowohl für hin als auch zurück wieder in der Tasche haben. Das sind ja eh nur 2000. 2000. Zack. Natürlich habe ich Hunger. Jetzt mal ein schönes Touristenfrühstücken. Ist so leer hier. Sultan, wir haben ein PDA gefunden. Ach, schade. Wir sehen uns. Zumindest, wenn du nicht rausgehst. Hallo, privet, Bro. Spartakus kann auch nichts sagen. Weidmannsheim. Willkommen. Welche Artefakte brauchst du? Muschel. Hab ich nicht. Was könnte ich ihm denn schon mal verkaufen? Steinblut brauche ich mal nicht so oft. Funkensprüher. Mamas Perlen haben wir definitiv auch einmal zu viel. Steinblut, ja, pass auf, das Ganze brauche ich nicht doppelt. Feuerball bräuchten wir eventuell nochmal doppelt. Also lassen wir das so. 25.000, leck mal Marsch. Gut. So. Du liegst dir immer noch auf der faulen Haut. So. Was ist? Nice. Genau das, was ich haben wollte. Aber danach haben wir selber keinen mehr. Naja. Gut. Kann man nichts machen. Hast du Arbeit? Ich denke, du könntest interessiert sein. Stimmt, da haben wir ja auch noch jede Menge. Müssen wir auch noch machen. Genau. Nimble. So, ich würde gerne etwas bestellen. Eine Pistole. Sturmwaffe. Ich glaube, das war die richtige Kategorie. Ich hoffe, es war die richtige. 20.000. Oh, das ist billig. Hier. So. Слушаю тебя. Mache ich währenddessen etwas? Oder schlafe ich? Ich schlafe mal. Ich bin hungrig und sehr schön. Nimble dürfte unterwegs sein. Genau. Lässt einfach so seine Waffe hier liegen. Nochmal was futtern. Hier sind übrigens alle grün. Das heißt, hier sind nur Stalker und keine Banditen. Sehr schön. Gunther. Warte, wir haben die Chimäre aufgespürt und dürfen keine Zeit verlieren. Krabbe liegt immer noch flach und Danila, tja, zu zweit macht die Jagd keinen Sinn. Wir brauchen einen dritten Mann. Du scheinst ein zäher Bursche zu sein. Wie wäre es, wenn wir diese stinkende Chimäre zusammen jagen? Gerne. Wie Trapper immer gesagt hat, beim Jagen ist das Jagen selbst nur die halbe Miete. Wie auch immer. Wenn die Chimäre in der Nacht auf Beutesuche war, kehrt sie ungefähr um 3 Uhr morgens wieder in ihren Bau zurück und hält ihren Schönheitsschlaf ab. Das ist der Moment, an dem wir zuschlagen müssen. Falls du Zeit hast, komm um 3 Uhr morgens hierher und wir brechen auf zur Jagd. Wir treffen uns an der Bar. Okay, dann müssen wir jetzt so oder so warten. Das ist die verletzte Chimäre, von der Trapper gesprochen hat. 3 Uhr morgens? Wir machen das mal 2 Uhr.
Als Belohnung vor kurzem waren eine Sonderfehl Waren abholen. Oh, natürlich haben wir sehr viel Hunger. Aber eine schöne Wurst reinkloppen, das klappt. Waren abholen? Nein, das ist nicht die, die ich haben wollte. Schussgenau, zuverlässig und mit einem eingebauten optischen Zielfernrohr. Hat mal einem UN-Beobachter gehört. Ihr Trupp wurde auf eine Erkundungsmission in der Zone geschickt. Allerdings hat der Einsatz kein gutes Ende genommen. Bitte sehr. Und nochmal, Sturmwaffe. Bitteschön. Schaden und Schussgenauigkeit ist aber besser als meine jetzige, also... Auch wenn ich sie nicht mag. Ich finde das G36 optisch gesehen echt scheiße, um genau zu sein. Wenn dieser Bügel hier nicht wäre, würde die so viel besser aussehen. Aber gut. Kann man nichts machen. Brand. Bam, bam, bam. Genau, die hier. Weg damit. So, und Zeit für die Chimärenparty. Ich bin... Moment. Sicher ist sicher. Ich bin bereit für die Jagd. Ich habe den falschen Spielstand benutzt. Egal. Dann los. Wir haben das Gewitter auf unserer Seite, ne? Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe nur grau. Wir sind da. Sie kann nicht weit sein. Das spüre ich. Zielt auf den Kopf, wenn ihr sie seht. Aber kommt dieser Bestie nicht zu nahe. Chimären wittern euch eine Meile gegen den Wind, selbst wenn sie schlafen. Wir uns auf den Weg zurück. Vergiss nicht, kurz bei Trapper in der Janov-Station vorbeizuschauen und ihm zu sagen, dass die Sache mit der verletzten Chimäre erledigt ist, damit du deinen Anteil bekommst. Hat sich ein bisschen ange... Naja. Er sah ein bisschen aus wie ein Hund. Meine Fresse, die Clown möchte ich nicht im Nacken haben. Wir waren zu dritt und das war eine verletzte Chimäre. Wir haben es geschafft. Hier, eine persönliche Trophäe von mir. Das hätte zwar alles ein bisschen reibungsloser ablaufen können, aber ist schon in Ordnung. Wie Trapper immer gesagt hat, wer Erfahrung hat, braucht keine Fallen. Ach übrigens, willst du demnächst zur Janov-Station? Du könntest Trapper sagen, dass die Chimäre tot ist. Ich bleibe erst einmal auf der Skadovsk, bis es Krabbe wieder besser geht. Kommst du mit uns? Klar. Und jetzt haben wir auch weiter eine Spaß bekommen. Aber die haben wir ja schon. Wir haben schon Spaß. Und die ist ja ungeupgradet und deshalb schlecht. Wieso ist der Schaden so viel? Ach so, weil das gerade mit der
mit dem G36 vergleicht. Gut. Nur Grüne hier. Das heißt, es sind wirklich nur Stalker und keine Banditen. Hey, Stalker. Das ist doch schön. Laden war. Nimble, bist du schon unterwegs? Er ist ja schon unterwegs. So. Er hat nochmal einen. Pass auf, wir haben das Geld und wir können ja auch gerade was verkaufen. Sehr schön. Genau deshalb wollte man reicher Kunde haben. Oder, warte, was hatten wir jetzt nochmal? Detektiv, Diplomat, reicher Kunde, genau. Seltene und teurere Waren. Oh, und? Nee, hä? Das müsste sich eigentlich langsam mal ändern. Aber gut. Wir gehen nochmal pennen. Wir reden nochmal mit Gonta. Gonta ist weg. Ich glaube, hier sollte eigentlich eine Szene stattfinden. Ich würde lieber Zeit mit Rumgelaber zu vergeuden. Gut, dann schlafe ich mal eine Runde. Ja, wir schlafen gerade sehr viel, aber was anderes kann ich auch gerade nicht machen. Ach, die stehen da immer noch rum. Das finde ich nicht so schön. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erst ein bisschen hin und her reisen, bis das wieder klar ist. Привет, брат. Nimble ist auch noch nicht da. Gut. Das heißt, ich kann nochmal schlafen bis 0 Uhr. Emission, ja, aber... hier, Nimble. Wie lange braucht er denn? Oder ist das schwerer zu bekommen, was er gerade holt? Da kommen die alle auch gerade wieder. Ah, und das sind alles nur Stalker. Sehr schön. Ich glaube, wir haben die Banditen gut vertrieben. Gut, nochmal 8 Stunden. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal. Sehr schön. Sonderbefehl Waren abholen. So kann man übrigens eigentlich auch ziemlich viel Geld machen, weil man die ganze medizinische Ausrüstung bekommt. Ich hab... So. Eine Sekunde. Hier hätten wir ein modulares... Nein, das ist ja noch beschissener. Konzipiert vom belgischen Waffenhersteller. Es handelt sich dabei um eine Allzweckwaffe mit hoher Schussgenauigkeit, die sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet ist. Sie ist mit einem optischen Zielfernrohr und einem Granatwerfer bestückt. Ja. Gut, bitte sehr. Das Ding ist scheiße. Ich hasse es. Ich weiß, die Schussgenauigkeit und Feuerrate und alles im Prinzip ist besser, aber ich mag das Ding nicht. Guckt es euch an. Fett, viel zu fett, Bullpup, also Bullpups, dagegen habe ich eigentlich gar nicht mal was. Ich mag die britische, die hier drin ist, aber in dem Spiel, aber ach, guckt es euch an, das Ding sieht aus wie eine Deformation. No, privet. Und dabei bin ich eigentlich ein Fan der, ach nee, es ist ja auch eine FN, es ist normalerweise eine FN. Ach, wo will ich denn hin? Mach die. Bitteschön. Wir haben zwar nicht den Preis wieder raus, aber egal. Kannst du behalten. So, und jetzt bitte. Sturmwaffe. Zack, zack. Einen ganzen Tag pennen. Mein Gott, wir schlafen gerade echt viel. Mache ich auch nur gerade so, weil ich jetzt eigentlich langsam mit der Folge aufhören möchte. So, na endlich. Sicher, hier hätten wir Storm, Maschinenpistole und eine Granatwerfer in einem. Bei diesem Prototyp handelt es sich um eine modifizierte Version einer konventionellen Waffe, die für Spezialeinheiten in der Zone konzipiert wurde. Technische Innovation der Spitzenklasse von unseren slawischen Brüdern. Lege 16.000 drauf und sie gehört dir.
So, vielen Dank. Die will ich haben. Die kennen wir doch schon. Die 545er-Version der Thunder. In jedem Fall besser als unsere jetzige. Sehr schön. Слушаю тебя. Sehr schön, sehr schön. So. Können wir die verkaufen? Richtig? Ja, richtig. So. Die stehen da immer noch so. Gut, dann speichere ich hier. Zack, zack, zack. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Jetzt, wo wir endlich... Das ist endlich unsere erste Waffe, die wir auch wirklich haben wollten. Und die wir auch bis zum Ende hin behalten. Stimmt. Oh. Gut, ich habe jetzt ordentlich Federn gelassen. Aber ein bisschen upgraden werden wir sie beim nächsten Mal trotzdem. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Настроение хуже не бывает.